Und dann direkt weiter, ne? Okay. So. Direkt rein da. Bald darauf kommt Lycons Einladung, wie erwartet. Vorher leider hat den genauen Treffpunkt mit der Organisation übermittelt. Ich fürchte, als nächstes können wir eine direkte Konfrontation mit der Sportdrosseln geraten. Lycon wird siegen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Keine Sorge, wenn wir es mit diesen Typen zu tun bekommen, habe ich genügend Informationen. Aber abgesehen davon, diese Sache überlasse ich dir. Ich bin startklar. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Ich muss erst noch ein paar Vorarbeitungen treffen. Wenn ich alles erledigt habe, werde ich dir Bescheid geben. Hoffentlich geht alles gut, glatt. Du hast mit Lycon über das Geheimprojekt gesprochen. Kurze Zeit nachdem wir zur Bibliothek zurückgekehrt sind, erhielt ihr eine Nachricht von Lycon. Werter Boxe, ich habe lediglich Vorbereitung getroffen und halte mich bereit in der Nähe des Zielort. Ich komme gleich. Ich danke dir. Alles klar, los geht's. Geh direkt rein und rein da. So, das ist auch wieder nur Kampf. Physisch, Eis und Ether. Hm. Da gehen wir wieder mit den gleichen. So, boom. Zack. Okay. Ja, wenn das jetzt wieder so eine halbe Stunde dauert, ne? Dann ist das ja ordentliche Länge, finde ich. Ne? Eineinhalb Stunde, was soll man machen, ne? Okay, los geht's. Da könnte Rinas Quest ja echt so eine Stunde sein. Aber kommt ja auch noch ein bisschen darauf an, wie stark die Gegner sind, ne? So. Ja? Ich kann aber fort. Zum Grund. Mal ein bisschen mehr Cold an. War. Hatte ich mal so einen Kreisel angriff irgendwann mal gemacht mit ihm? Das ist nicht wie... Ich weiß nicht, wie ich den gemacht habe. Nein, ich dachte, du kommst angesprungen. Vielleicht auch meine Kettensäge bereit gehalten. Damit er auf mich zukommt. Und dann ist er nicht auf mich zugekommen. Ja, genau so hatte ich das gedacht vorhin. Ja, die Kamera. Danke. いってらっしゃい。リリカはまだ来ていないのか。念のため、私どもの方が早く集まれるよう計らいました。 Ich weiß, was da stand gerade. Da. Das wären zwei Wege. Mal, ey, ja. Boom. Ich finde ja cool, wenn die alle so angereift sind mit dir. ご主人様の安全を保証せねば。 War ein Tritt. Scheiß Dreck wieder da, ja. Verstehe noch nicht, warum man keinen Bango dabei haben kann. Wenn solche Missionen kann auch irgendwie so ein Probe-Bangbo geben. Äh,
Halt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, er ist ein Durchbruchcharakter, weil kann natürlich auch irgendwie sein, weil der irgendwie Level 60 ist und wahrscheinlich voll die beste Ausrüstung oder so hat. Aber ich glaube, er ist ein Durchbruchcharakter, weil die Gegner so schnell gebrechen. Okay, ja. Da war ja noch was. Ich glaube nicht. Ja, ich habe lieber so Kämpfe, wo irgendwie, weiß nicht, wo ich gegen so viele Gegner auf einmal kämpfe. Anstatt diese Fernseher, wenn ich ganz ehrlich bin. Guck mal her. Ja, komm mal her. Oh. Oh mein Gott. Okay. Okay. Perfekt. Boah. Oh, leider. Ja. So. Okay. Ich gucke mal noch, ob hier irgendwelche Orte sind. Man vielleicht noch erkunden kann. Ah, weiß er nicht, ne? Ich bin lang. Ja. Ich habe eine Ladung für meine Ultimate bekommen. Lilika Ojo-sama wa achira desu. Ohanashi wo ukagaimashou. Erstmal sammle ich das hier noch ein. Beinahe verpasst, Kollegen. Wir waren so am Glänzen. Ich kann damit interagieren. Beziehungsweise kaputt, Mann. Ihr seid ja tatsächlich gekommen. Ihr seht ein bisschen aus wie Homura aus Madoka Magica, als sie noch eine Brille getragen hat. Fräulein Lilac, möchtest du wirklich mit diesen, ich bin diesen Menschen treffen? Natürlich, ich war noch nie in meinem Leben über etwas so sicher. Ich habe mich wirklich sehr auf diesen Tag gefreut. Es ist unbeschreiblich, was mit der Zustimmung von Mockingbird. Was mir die Zustimmung von Mockingbird. Jetzt haben sie den Titel noch nicht mal geändert. Ich wurde noch nie so sehr von anderen gebraucht. Bei einem Besteck, darf ich dich etwas fragen? Bist du mit dir selbst zufrieden, bevor du die Zustimmung anderer besuchst? Das ist doch völlig egal. Bald ist es soweit. Ich wollte mich auf den Weg machen. Da, so, natürlich kommen wir Gegner. Guck mal her. Einmal anstellen. Hi. Ja. Wie hoch er sein Bein strecken kann, ey. Ich hab ihn geschattert. So. Bewegt aber weg, ne? Ja. So. 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 Und zack, bleibt der Face da stehen. Ich mache es nochmal. Mein Gott, hat viel abgezogen.
Okay, nee, da muss ich hin. Wo irgendwo, na, ich hab sie gesehen. Da kommt aus meinem Controller raus hier, hört euch das mal an. Vorher habe ich meinen Controller immer stumm gestaltet, aber nachdem ich mit dem Vegas hier immer Helldivers über den Controller spiele, tue ich immer den Sound anstellen, weil ich sonst irgendwie vergesse, den an- und auszuschalten. Und mich hat halt immer bei Genshin gestört, wenn die ganze Zeit hier irgendwie, ja, wenn die ganze Zeit da irgendwie diese Geräusche hast, die auf den Controller kommen. Deswegen habe ich halt immer abgestellt. Aber jetzt, wo ich mit dem Vegas immer Helldivers spiele, wir über die Controller hier und unterhalten, muss ich die anlassen. Ich bin angewohnt, die anzulassen. Außerdem würde ich dann immer vergessen, den immer ein- und auszuschalten. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber ich kann ihn ja stumm schalten. Ich kann einfach hier, wenn man den Knopf hier gedrückt hält, kann ich ja alles abstellen. Ne? Das ist dieser Knopf unter der PlayStation-Taste übrigens, ne, dieser Strich. Die Auserwählten melden sich zum Dienst. Ha, du bist wirklich sehr pünktlich. Willkommen, mein rechtschaffener Partner. Ich habe das Gemälde gutacht lassen. Es ist das einzig Wahre. Du bist gewiss fähig und würdig, die Auserwählte zu sein. Super, darf ich jetzt, glaube ich, mitmachen? Haha, natürlich. Wir brauchen genauso ein Talent wie dich. Reingelegt. Ich hätte nicht gedacht, dass du auf so etwas reinfällst, aber was soll man auch bei der jungen Dame erwarten, die von vorne bis hinten verwöhnt wird? Hä? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du die Auserwählte bist, oder? Nicht wahr? Aber ihr habt doch vorhin gesagt, dass ihr meine Stärke braucht. Wir interessieren uns eigentlich nur für deine Eltern. Glaubst du, wir hätten uns all die Mühe gemacht, wenn sie nicht steinreich wären? Habt ihr Spottos denn auch denn nicht dafür verschrieben, den armen Bedürftigen zu helfen, den sie die Reichen beklauen? Das ist genau das, was wir machen. Du bist doch reich, oder nicht? Lügner, ihr seid alle Lügner. Lügende Lügner seid ihr. Wir haben nicht angelogen, aber trägst du ja nicht selbst die Schuld daran? Was habt ihr vor? Ich warne euch, ich habe noch ein paar Tricks auf Lager. Wer hat das nicht? Meiner ist hier. Du bist dran, Bediensteter. Oh Mann. Kommt da der Rivale von... okay. Hier gibt es übrigens wieder eine Cutscene. Mein Kollege, da gab es gar keine. Sehr cool. Ein paar Tage zuvor. Ja, okay, muss mir halt nicht erklären. Ich habe schon verstanden. Ich hab Janes Quest letztens gespielt. Ich trinke mal was そして彼らが私の身元を調べた際、私なりの方法でリリカお嬢様のご家族にお仕えしているのは表向きであり、実際は謎めいた別の主人のために動いているという補助を捕まえました。つきましては、この設定で私と人芝居打っていただけないでしょうか。私の謎めいたご主人様となり、彼らと交渉するのです。 Das ist mir, ich bin ein toller Meister. Verstehe, warum es bei Kollega keine Cutscene gab. In der Budgetausgang. Ja, vielleicht, weil sie schon ihre eigene Story-Cutscene mehr oder weniger hatte. In der Story. Nun, Leica nimmt den Anruf von Spottdrossel entgegen. Okay, was für ein seltsamer Name. Genau deswegen kriegt er auf die Fresse.
あなた様も若者のポップカルチャーに入れ込んでいらっしゃる。ヤングな大衆向け文化?ちょっとミーニングがノットクリアだな。で、ユーたちがあの噂のバトルアライカンと、ジェミニ?ヘイユー!なんだよジェミニ!トゥルーなネームじゃないって、誰がルックしてもクリアだろう!若はその名声ゆえに、お命を狙わんとする方が後を絶ちません。 Die ganze Cutscene finde ich jetzt gerade irgendwie voll sinnlos. Mir schon klar, was hier passiert, mein Gott. Der hat die infiltriert. Wir haben wollen wir die Quest mit Jane gemacht vorhin. Müssen wir halt nicht genau erklären. Ich habe das schon so ein bisschen zusammengepuzzelt. ミスってホローに意味しちまったリリカを俺らがしばらくプロテクトする。それで奴のペアレンツからミニマムなリワードをいただくのさ。ユーたちもどうせシミラーなプランだったろ。俺らとチームになるならリワードの分け前はナナ対3だぜ。オフコース。俺らが7で。オフコース。それじゃあ、ファーツ、アンファーレンの誘惑。誘拐って言うんじゃねえか。 キッドナップだと。ヘイヘイ、言葉にはピーだぜ。ヘイヘイ、プロテクトしたリワードをもらうだけだ。どうだ、ライドすんのか、このビッグウェーブによ。もちろん、ライドに決まってるぜ。若がおっしゃるのであれば、いかようにも、ということでございます。交渉成立と差し支えないでしょう。 ジャッジがファストだ。さすがは政務なホールの無事だ。タイムとロケーションはまたレーターに送るからな。良い知らせをお待ち申し上げております。ロナム K legt auf。あれで問題ないでしょう。現場に到着後は彼らに協力する素振りを見せつつ、犯罪の証拠を撮影し、治安局に通報しましょう。なんか、so weiter habe ich auch schon gedacht. ライカン、was war eine Identität hast du mir gegeben?ライカンさん、用意した身分というのは一体どんな設定ですか?あ、von einem früheren Partner oder was?威風堂々、悪逆非道の限りを尽くす有能なエージェントを数多く従えた組織の若き跡目でございます。ちなみに私はあなた様が抱える殺し屋の一人です。そうでした。話し合っておきたいことがもう一件。リリカお嬢様には まだ一連の事情をお伝えすることは控えていただきたいのでございます。私の個人的な経験から言わせていただくと、このような出来事に直面した時、周囲の人間が助けるだけでは本人のためになりません。今回は私たちがリリカお嬢様をお救いしますが、今後また似たようなことに巻き込まれないという保証はないのですから、お嬢様は この陰謀をご自分の目で見極めなくてはならないのです。少々酷なこととは思いますが、長い目で見ればこれが最も効果的な方法かと。感謝いたします。私はリリカお嬢様ならば必ずやご自分に打ち勝てると信じております。それが原因は。 ライカン、裏切ったわけじゃなかったの。リリカお嬢様、契約がまだ有効である以上、私はあなた様の執事とは何があろうともご主人様を裏切らないのです。シッ、グルになって倒れ、SHIT。俺様はモッキンバードのリーダーだぞ。 誠に遺憾ながら、あなた様の犯罪の証拠は我々のボンプがすべて記録しました。今ここで罪を認め手を引き取り、ヤオシーズンで verboten。 No thank you。 Hey hey hey、Let's go kicker。助けようとしてくれてたのに私、感触なんておかしい。 Okay, wir greifen an.
大丈夫だ。こいつらを片付けるのはライカンさんに任せよう。よい。選ばれし者よ。最後の審判を下すのです。 Ja, ich stehe alle perfekt. Aber ich habe nicht genug Dingens. Was? Extravagantion, ey. Also eine Übersetzung, mein Gott. Das war eine bescheuerte Übersetzung. Also, hätten ja lieber irgendwie noch ein Wort empfinden können, also hätte irgendwie mehr Sinn gemacht. Ja, okay. Ja. Ja, so, dass das hier noch relativ easy ist, als ich hier letztes Mal die Höhle 0 mal gespielt habe gegen Nineve, die haben mich voll, ja, die ganze Zeit während des Kampfes irgendwie HP verloren, ey. Das ist gar keine Chance. Ich meine, ich hätte sie beinahe erledigt. Wir haben doch ihre letzte Phase schon erreicht, wo sie ihre Tentakel über ihr verstreut und so, aber meine Charaktere haben die ganze Zeit HP verloren wegen dieser blöden Korrosion, ey. Weil wissen, was ich machen muss jetzt mal. Yes, my Deswegen hat Kollega keine Animation gehabt, weil er 2 bekommen hat. Ne? Und dann war er tot. Weil sie tot sind. Diese Rede eben war ja krass. Lirika-Ojo-sama. 先ほどの工場はいかがでしたか。お嬢様の基準で。これは申し訳ございません。私の模倣した中二病の稚拙さに憤慨するあまり涙まで。 リリカが泣いているのは怒ったからじゃないだろう。そうよ。これはちょっと目にエーテリアスが入っただけなんだから。ごめんなさい。全部私のせいね。みんな、こんなことに巻き込んで。実は、モッキンバードが初めて私に近づいてきた時から、おかしいとは思ってたの。 だけに用心深いから、きっと何かあるって。でも私のことを選ばれた人間だとか、私の力が絶対に必要だとか言って、私にこれまでそんな風に言ってくれた人いなかったから、それで私舞い上がっちゃって本当にごめんなさい。大丈夫だよ。 僕たちの中の誰も君を責めるつもりなんてない。リリカお嬢様、ご自身を過度に責められる必要はございません。誰しも経験のあることでございます。私もかつてとある事情から誤った道を行きました。ですが、それでもいいのです。過去を顧みることができる限り、私たちはいつでも己にとって最良の道を見出すことができます。 ありがとう。考えてみたら本当に恥ずかしいわ。恥ずかしげもなく正義の伴走者だなんて言っておきながら、実際königin der Nacht。 そう。
思われませんか。彼らの犯罪の証拠を抑え一網打尽にできたのはお嬢様のおかげと言えるのですから。アイカ、とってもいいところを申し訳ないんだけど、そこに倒れてる連中どうやって連れ出そっか。とりあえず治安局に通報。ええ、確かにこれは問題でございますね。必要であれば私が。そこの人たち何をしているの。通報したのはあなたたち。治安局、なぜこのタイミングで。あ、忘れてた。ホロへ入る前に設定しといたのよ。あんまり長い間戻ってこないときはスマホから自動で治安局に通報が行くように。Also können Sie darauf sich aufpassen. So, wirklich vorbereitet, Dreikack. リリカ。リリカ。万が一のことまできちんと考えていたのは偉いな。この縛られている人たちは？ Das sind die Bösen. 全員悪党です。治安官さん。Aiken erklärt den Eliten der Sicherheitsbehörde, was passiert ist. Natürlich lässt der Teil aus, in welchen ihr Meister und Diener gespielt habt. なるほど。それではこちらの容疑者たちは我々がまとめて連行するわ。すみませんでした。今回は私のせいで。治安官さんたちにご迷惑をかけて。どうしてあなたが謝るの。むしろ私たちがあなたにお礼を言わなきゃいけないわ。この犯罪組織の壊滅に貢献してくれたんだから。お嬢さん、お手柄よ。さようでございます、リリカお嬢様。これからは胸を張って正義の伴走者を名乗られるのがよろしいかと。Okay. S-Rang, ja. Dann, nee, heute wird da nichts mehr mit den Level 63 oder 63, ne? Oder 53. So, Bell, sag mir wieder, was passiert ist. Ich bin so verwirrt. Du bist schon wieder in deinem Zimmer? Die ganze Zeit haben wir noch nie dein Zimmer von ihnen gesehen. Jetzt bist du zweimal schon direkt da. Was ist jetzt immer offen? Gesicht unten links. Weiß heute jetzt wirklich viel passiert. Ja, eigentlich nicht genauso. Ich habe so eine leise Ahnung. Ich auch. Weiß, ich denke, wir vermuten dasselbe. Ja, für den Moment sollten wir wieder weiter nachdenken, sondern uns erstmal ausruhen. Hol ich erstmal aus. Kann ich auch in deinem Bett schlafen? Nein, ich kann nicht das Bett von. Das kann ich. Ich kann das Bett von Bell nicht machen, sonst bringt sie mich beim nächsten Mal absichtlich nur noch mehr durcheinander. Okay. Alles klar. Werte Proxy, Lilac hat gesagt, dass sie sich bei euch beiden persönlich bedanken will. Habt ihr heute Zeit? Natürlich haben wir das. Sehr gut, dann werde ich gleich vorbeischauen. Na gut, dann machen wir das noch, ne? Dann sind wir fertig. War jetzt nicht so lange, fand ich. Upsala. Konnichiwa. Sweets wo mottekite ageta wa. Okuchi ni au to ii kedo. Kore wa tomodachi no osusume de ne. Sukkoku oishii in dakara. Papa to mama ni mo katte ageta wa. Du hast einen Freund? Du genießt zusammen mit Lilac die Desserts. Jitsu wa. Ano jiken ga gakkou de uwasa ni natteru no. うちの学生が治安局に協力して大きな犯罪グループを捕まえたって。みんなすごいすごいって誰のことなのか興味津々よ。全部あなたたちのお手柄だって私は知ってるけどね。それで最近ふとアイデアが降ってきたのよ。そしてヒーローは暗幕に帰る。私そんなタイトルの漫画を描こうと思うの。ヒーローになることを追い求める主人公がいろんな出来事を経験した末に、Der Hauptcharakter wird ein wunderschöner Wolfmann sein. 自分がやってきたことの一つ一つに宿ってるって気がつく。そんなストーリー。Kannst also auch zeichnen. 面白そうだ。
リリカは絵が描けたのか。すごいな。まあ私漫画をたくさん読んではきたけど、今のところ描く方はそこまでじゃないの。でもやってみたくて。Hey, ich bin auch hier. Arigato. Anata tachi ni so itte moraeru no ga watashi ni totte wa sugoku taisetsu nano. Raikan. Papa to mama kara kiita wa. Uchi to anata no keiyaku wa manryou shita kedo, anata wa skejuru no tsugou de koushin wo jitai shita tte. Samishii kedo, shikata no nai koto da mono ne. Dakara watashi これだけは何が何でも言わなくちゃって。あなたは私が今まで出会った中で一番素敵な羊よ。お嬢様からそのお言葉をいただけたこと、このライカンにとっての誉れでございます。ええ、それじゃあ私は先に失礼するわ。機会があったらまた一緒にスイーツをいただきましょう。Er verbeugt sich vor euch und dreht sich um und geht. 意外に感じられましたか？Er scheint es gut zu gehen. Lilika が元気になって本当に良かった。あんなことがあってすぐに復活とはいかないかなと思っていたから。ええ。リリカお嬢様があのように騙されてしまわれたのは、ひとえにこれまで誰かに自分を選んでもらったという実感を伴う経験がなかったためです。ご両親はお仕事の忙しさゆえ、共に時間を過ごすことをおろそかにされ、周囲の同級生たちもお嬢様の思考を理解してくれる方はいなかったということですが、幸い熱中できるものを見つけられたことでご両親との仲も改善しつつあり、新しいご友人もできたようです。私としては喜びを禁じ得ません。さて、こちらが今回ご用意させていただいた報酬になります。ナイス。以前お話しした通り、依頼料は相場の倍といたしました。ご協力に心から感謝を申し上げます。あなた様がいらっしゃる。Er ist vielleicht noch offen, ne, mit seinem Partner, ne? これほどスムーズに。Ich hoffe, da wird irgendwann darauf eingegangen. Gern geschehen. どういたしまして。今後も同じようなトラブルがあれば、また僕は。Wenn ich ihn jetzt noch hätte, dann könnte ich seine Freundschaft erhöhen, aber ich habe ihn nicht. Also kann ich nicht seine Freundschaft erhöhen. 私の知る限りで最高のプロ棋士でいらっしゃいますから。心からそう思っておりますよ。それと治安局に確認したのですが、我々の捕まえた者たちはモッキンバードの模倣犯でございました。怪盗団の名を語ってはいたものの、実際には悪事ばかり働いている。そうなのかい？そうなのかい？そうなのかい？そうなのかい？そうなのかい？そうなのかい？けどライカンさん、あなたは初めから今回のがモッキンバードの偽物だと気づいていたんじゃないのか。やはりあなた様の目はごまかせませんね。ある意味で私は本当のモッキンバードをよく存じ上げております。ですからこの名を最初に聞いた時、すぐに怪しいと気づきました。Vertraut wie das? どう存じているのか、どの程度まで存じているのか、詳しく聞かせてもらいたいけれど。私はかつてその組織に深く関与していたのでございます。Steh alleine。待ってくれ。その言葉の意味するところは、つまり。まさしくあなた様が考えておられる通りの意味で関与しておりました。これであなた様は私のすべてを知るところとなりました。君の悪い思いをしていらっしゃらなければ良いのですが、せっかくですのでもう一つ秘密を打ち明けましょう。私はあの中二病、そうですね、まさしく病にかつて触れたことがございます。練習のためと似たような文言をそらんじたこともございました。無論それは去る旧友の影響だったのですが。Das will ich hören. 本当に今でも言えるのかい？ぜひ聞いてみたいな。まあそれほどまでに聞きたいとおっしゃるのであれば、言っておきますが私に配慮は不要でございます。笑いたくなった時は我慢せず笑ってください。我慢は Alles klar, ich bin bereit. My body is ready. では
この無休の栄光を慎んで何時に捧げたまわらん。善と悪が入り乱れしこの地において我伏してお誓い申し上げる。慎み、勇気、誠実、哀れみ、Rückblende、公正、だれのバイダー Augen、経験、栄誉、我邪悪に抗いてこれに屈さず、我弱きに尽くしこれを諦めず、我同胞を重んじこれに背かず、我正義を重んじ。Oh, du siehst wichtig aus. こんな簡単なのも覚えらんない。Oh, du siehst sehr wichtig aus. お前まさか。Der ist definitiv ein zukünftiger spielbarer Charakter oder Bösewicht oder so. そもそもなんで俺だけこんな歯の溶け落ちそうなもん覚えなきゃいけないんだ。俺の演技はパーフェクトだからな。なのにお前ときたらもう三度も化けの皮が剥がれてるんだぞ。正体がバレたからなんだ。最後はちゃんと型をつけてるだろ。毎度毎度拳でどうにかすんのは芸がないって言ってるんだよ。ましてや、俺の求めてるものはこの程度じゃないんだからな。想像してみろよ、ライガー。いつか俺たちは、ヴァンピア、賛美と誹謗、警護と罵倒、信奉と廃人、そのすべてを浴びて立つことになる。いただきにいるものがあまりクソであるように。どうだ、こいつはことの墓、そそられるだろ。Der Typ ist sowas von spielbarer Charakter oder Bösewicht oder so. 空想にふけんのは今回の件を片付けてからにしろ。OK。一足遅かったか。まあよかろう。No, sieh mal, wie er jetzt aussieht. Oh ja. なあ、裏切り者。Oh ja, er sieht super wichtig aus. Okay. Ich hoffe, die machen dann auch was daraus, ne? Lassen halt nicht einfach nur so stehen, ne? Das denke ich auch. Okay, wir sollen uns erstmal aufholen. Also er sah sehr wichtig aus. Der Typ ist definitiv irgendwann mal wichtig. Sehr cool. Ich dachte, die würden halt einfach nur so einfach mal so erwähnen, also oh, ich hatte mal so ein wie heißt das hier, ein Partner, ne? Und ja, diesen Partner, den weiß nicht, das ist so ein random NPC oder so, ne, den man gleich auf die Phrase geben, ne? Aber ne, Der sah viel zu wichtig aus, er sah viel zu detailliert aus, der hatte zwei verschiedene Augenfarben. Er sah aus, als wäre er irgendwie so ein Vampir-Typ oder so. So, kann ich ja noch nicht, ne? So. Gut. Wissen wir, was wir noch nicht gemacht haben. Wir haben uns noch gar nicht das Tutorial von Seth angeschaut. Und ich werde den Part wahrscheinlich sowieso in zwei Parts hier einteilen. Deswegen machen wir halt mal so. Und zwar mache ich dann hier nochmal. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ich habe mal mit der Katze irgendwie habe ich hier Fortschritt gemacht. Nö. Hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Wir haben uns noch gar nicht angeschaut, wie er so hier, was seinen Dingen so ist, ne? Ja. Seth. Also gehen wir mal da rein. Okay. Interessante Teamkonstellation. Für das hier. Ich würde sagen, dann machen wir Orinas Quest auch noch im nächsten Part. Und Shinjis Quest lassen wir erstmal eine Weile lang laufen. So, drücke mal ausreichender Energie. Ich erkläre euch gleich warum. Energie, um Seth den Verstärkungsspiel zu sagen. Pausen hat Donnerschild stark. Um eine Reihe von Hieb nach vorn ausführen. Er kann dabei hohen Elektroschaden und Schaden ansammeln und sein Schild dafür. Ja, ich habe ihn so ein bisschen gelesen, ja, so wie er funktioniert. Entschlossenheit, da ist der Balken oben links, ne? Okay. Bin noch ein bisschen dauern, bis er irgendwie brauchbar wird, ne? Ich habe letztens für ihn eine Waffe geholt. Ich
ich muss noch weiter gedrückt halten. Also ich sollte einmal gedrückt halten, einmal nicht gedrückt halten. Genau, wenn er angreift, so wie ich das gelesen habe, wenn er angreift mit seinem speziellen Angriff, dann tut er ein Schild für sich machen. Und wenn ich diesen Konter mache, also wenn man irgendwie Gegner eintauscht, Charaktere eintauscht beim Blocken, dann bekommen die Charakter ein Schild. Also entweder er kann auf sich oder auf andere Charakter ein Schild machen. Man darf gedrückt, wenn die Entschlossenheit, um sie zu verbauen und den Basisang auf Blitzschlag, ja, vom Gegner mit dem Gnadenschuss während eines Blitzschlag oder mit der zugezogenen Hilfe Durchsetzung der Sicherheit wird die schnelle Hilfe. Ja, das ist das, was ich gelesen habe, ne? Genau. Ah, das meine ich mit sukzessiven Hilfe. Alles klar. Also er kann entweder auf sich oder auf andere Charaktere ein Schild machen. Na komm mal her. Boom. Ey, mich fallen so eine Monster-Hunter-Waffe. Tun Schilder eigentlich auch irgendwie darauf verhindern, dass ich irgendwie gestaggert werde, so wie in Genshin. Also ich werde angegriffen, aber ich bekomme von dem Angriff nichts mit, weil ich halt ein Schild um mich herum habe, was ich so in dem Spiel hab. Oh, ja. Ich schneide den Party in zwei Parts. Deswegen tue ich extra hier das noch machen. Und dann beim nächsten Mal, wenn Renas Quest wirkt, ich habe jetzt gerade mal von Lycon noch mal gegoogelt. Und da alle Videos, die ich gesehen habe, waren so eine Stunde, 10 Minuten, ne? Ich weiß nicht, ob die da irgendwie alle Cutscenes oder so zeigen oder so, ne? Oder ob die Kämpfe rausschneiden oder so. Weil sonst wird das nämlich so auf eine Stunde 10 irgendwie zusammenkommen. Aber... mal gucken. Also Renas Quest müsste dann irgendwie nur eine Stunde dauern. Ah, schau. Das Schild dauert nur ein bisschen lange hier einzusetzen, dein Angriff. Zack, zack. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwie so Verteidigungscharaktere auf Dauer irgendwie spielen werde. So, ne, ich werde trotzdem gestackt. Warte, ich kann nach dem Angriff sein Schild aufladen. Das ist cool. Ich war mitten in der Combo und anstatt extra in die Animation reinzugehen, hat er schon direkt nach der Kombo seine Waffe aufgeladen. Das war cool. So, von den ganzen 5-Sterne-Charakteren aus der Dings kann man eigentlich auch hier. So, wir können eigentlich auch Janes Dings machen, ne? Ich suche jetzt eigentlich nur noch hier für Content für mich diesen Part hier füllen kann, ne? Wir können ja Janes Dings auch spielen, ne? So, und dann muss ich da einmal hier auch noch mal spielen. Ich meine, wir wissen ja, wie sie funktioniert, ne? Aber gehen wir trotzdem mal hier rein, ne? Ja, aber ich weiß ja noch nicht, ob ich sie pull oder nicht, ne? Ich guck mal an, was die nächste Gacha zu bieten hat. Eine Chance fürs Ausweichen. Ja, das wissen wir. Kann man ausweichen, Gegner ja passieren. Die... ja, sie hat ein doppeltes Auge. Und ja, sie ist eine Ratte, ich weiß. Ne, sie hat diesen Kreiselangriff, genau. Ich wollte schon sagen, irgendein Charakter hatte irgendwie so einen Kreiselangriff. Also ich muss. Also ich soll. Ich soll erstmal so bestimmte Sachen hier einsetzen.
vor Training hier beginnen. Ich hätte jetzt einfach die ganze Zeit auf ihn eingeprügelt. Effekten ausweichen oder eine defensive Phase oder Schaden bei einem Gegner mit einem Angriff verursacht, sammelt sie Inbrunststrom an. Wenn die Maximal erreicht wird, versetzt sich Jane in den Zustand Inbrunst. Zu dieser Zeit werden Janes Fisch. Alles klar, ach, das ist eben dieser rote Modus, ne? Aber. Ich muss gar nicht Dings machen. Sie ist mehr so auf Ausweichkonter ausgelegt, ne? Ist Shinji, glaube ich, auch. Alter, wieso schaffe ich das nicht? Wieso schaffe ich das mitten in der Action hier voll auszuweichen? Aber wenn ich hier wortwörtlich warte. Aua, Mann. Wenn sie in den Zustand Inwohns betritt, wenn eine Einzelmöglichkeit ohne kann, ich rücke einen Basisangriff und war. Ja, das ist das Ding, ja, ne? Ja. Der Feuerkampf beginnt jetzt. Jetzt will ich noch von Zep sehen, ja? Gerade konnte ich irgendwie, weil ich mich das gemacht habe, irgendwie habe ich das gemacht. Ja, aber am Ende der Kombo, ne? Ehrlich. Mein Gott. Alter, wie viel? 200.000 Schaden. Da gibt es irgendwie so eine Nebenquest, wo ich hier gegen einen Schatten von ihr kämpfen musste am Ende. Das war voll schwierig, ey. Ich habe ihn gar nicht geschafft. Diese Pose. Okay, Brock. So, und damit darf man euch ausgewählt. Ich tue jetzt nicht noch Master 4 spielen. So, meine Frage ist jetzt, habe ich dieses Probelevel, habe ich jetzt hier das freigeschaltet? In dem Ding hier? Ja. Dann kann man ja von den anderen Charakteren auch noch machen, ne? Ich kann es ja auch alle spielen noch, ne? Da mir fehlen noch 4 Charaktere. Na, Ellen ist aber nicht hier. Obwohl. Doch. Da finde ich gut. Dann kannst du jeden Charakter immer spielen, wann immer du willst. Das ist doch cool. Genshin. Honkai. So, aber ich bin natürlich immer noch nicht fertig, ne? Weil ich habe es wieder irgendwie geschafft, 10 von den Dingern hier anzusammeln, ne? Ich weiß nicht, ob er was bekommen, aber ich habe 10, also natürlich werde ich die benutzen. Ich habe die bekommen, indem ich hier wieder Höhle 0 für diese Woche gemacht hat. Da kriegst du ja mal ein so ein Ding. Und durch indem ich Billy auf Level befördert habe. Ne? Also Billy ist jetzt auch auf den Level 50er Club hier. Hier wieder voll Erfahrungspunkte bekommen. Als nächstes ist Anbi dran. Ne? Bin schon gerade am Arbeiten. Ich habe mal irgendwann aus Versehen zu viele von ihren Dingen hier gefarmt, weil nicht, deswegen habe ich hier noch welche übrig. Also na, natürlich werde ich ja noch benutzen, ne? Ich habe keinen anderen Durchbruchcharakter, also warum nicht, ne? So, Geld habe ich ja auch genug, ne? Waffen will ich gerade nichts. Gut, so jedenfalls jedes Mal, wenn du einen Charakter irgendwie ja maximal befördert hast, dann kriegst du ja so eine Kassette, ne? Und da kriege ich sozusagen hier die ganze Zeit meine Kassetten, ja, hin und wieder. Bald wird aber leider zu Ende sein. Dann muss ich nur noch jeden Monat warten, bis ich meine 5 kriege.
und jede Woche hier von der Höhle Null. Aber ja, wir arbeiten, wir bauen dann noch nur noch 10, wir bauen danach nur noch 100, bis wir Nekomata bekommen, ne? Aber das dauert noch ein bisschen. So, ich trinke jetzt noch mal kurz einen Schluck, bevor wir das machen, ne? Ich hoffe immer noch, wir kriegen irgendwie Corins, Lucys, Pipers persönliche Waffe, Seths Waffe. Ich weiß gar nicht, ob Seths Waffe auch jetzt hier drin ist. Die ist hier drin, ne? Aber mein Gott, Anbis Waffe sieht aus wie so ein schreiender Mund. So, ja, die da rechts ist die von Seth. Ich hoffe, die ist auch in der normalen Gacha. Ich weiß auch gar nicht, ob er in der normalen Gacha jetzt drin ist, ne? Aber müsst ihr eigentlich, ne? Alle 4 Sterne Charakter sind ja immer in der normalen Gacha, ne? Okay, gehen wir da rein. Guck mal, was wir bekommen. Kein 5 Sterne Ding und nur ein A. Oh. Ja, habe ich wieder nur eine Sache bekommen. Die muss aber gut sein, komm. Ich schwör, wenn ich schon wieder billiges Ding bekomme, ne? Nicole. Nicole ist auch gerade in der Dings drin. In diesem Shop. Das heißt, wenn ich sie jetzt noch holen könnte, dann könnte ich ihr Dings komplett bekommen. Ich glaube, ich bin schon hier bei ihr. Schon 4 von 6, mein Gott. So, als wenn ihre Sachen nochmal, oh, als wenn ihre Fähigkeiten nochmal um 2 erhöht. So, oh man. Jetzt wird sie ein bisschen sassy. So, ich will mal hier Anzeige umschalten, da will ich machen. Man kann das nämlich so machen, ne? Finde ich cool. Gott, warum? Na, ist das so richtig? Ja, ne, genau. So, dann hat sie jetzt schon ihre Fähigkeiten, mein Gott, auf 11 und 13. Wow, sie müsste dann eigentlich einer meiner stärksten Charaktere jetzt sein. Ja, maximal auf 16 erhöht werden kann. Boah. Krass, ja, da muss aber so viel noch rechnen, ne? Was ist denn da ihr letztes? Erhöht, wenn jetzt in der Gewinne ein Ziel startet, für Kritrate aller Truppenmitglieder gegen dieses Ziel um 5. Was? Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber immer noch kein Nekomata. So. Dann war es das, ne? Habe ich hier wieder. Hier, ich glaube, Nicole ist gerade im Laden drin, ne? Hier in dem Laden. Wenn ich sie hier noch holen könnte, dann hätte ich sie nämlich maximiert. Aber ich will ja für die Waffen sparen irgendwann, ne, hoffentlich. Oder falls ich mal irgendwann einen Charakter brauche und ich brauche noch Dinge hier zum Eintauschen, ne. Genau, im Moment wurde noch hier gespart, ne. Wir bekommen sowieso die ganzen 4 Sterne Charakter nach der Zeit. Gut, dann waren das hier wieder 2 Parts, ne. Beim nächsten Mal machen wir dann Rinas Quest und ich würde dann sagen, Shinjis Quest tun wir dann noch hier eine Weile lang erstmal hier auf Eis legen. Die Idee dahinter ist einfach nur so im Sinne von, na, das sind alles die Quests von den Standard Gacha Charakteren, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Das sind alles die Charaktere, die schon seit Anfang des Spiels da sind, ne? Und ich warte dann einfach, bis irgendwann mal noch ein weiterer Event Charakter freigeschaltet wird, ne? Und dann tun wir Shinjis und wer auch immer irgendwann dann als nächstes kommt hier spielen, ne? Weil jedes Mal, wenn ein Event-Charakter kommt, kommt dann auch die Agentengeschichte raus, ne? In den meisten Fällen. Außer die haben wie Jane irgendwie ihre eigene Story-Quest oder irgendwie so, ne? Aber ich mache jetzt erst nur noch mal Rinas Quest beim nächsten Mal, ne? Damit wir die ganzen Standard-Gacha-Charaktere aus dem Weg haben und dann
tun wir uns immer so ganz langsam ja alle so zwei Charaktere irgendwie so eine Quest machen, ne, würde ich sagen, ne, damit wir immer ja so schön alles abgeklappert haben, ne. Jetzt wird eigentlich nur noch relativ wenig, was wir im Spiel machen können, ne, bevor wir hier immer wieder warten müssen, bis das Spiel abgedatet wird, ne. Wir müssen nur noch Rinas Quest machen, ne, und dann irgendwann, wenn ich Shinjis Quest mache, ne, und dann irgendwann mit Nineveh hier dieses eine Ding, weil ich noch gar nicht getackelt, ne, wo wir irgendwie da rein müssen und noch mal gegen die kämpfen müssen. Aber da werde ich dann auch irgendwann mal machen, ne, wenn meine Charaktere noch stärker geworden sind. Aber ansonsten war es das erstmal, ne. Gut, dann sehen wir uns nächstes Mal bei Rinas Quest und ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.